Hallo Freunde, endlich gibt es wieder mal ein Video. Heute geht es um das Thema Hi-Hat. Beim Hi-Hat gibt es einige Dinge, die viele Leute vielleicht unbewusst schon richtig machen. Viele fragen sich ja, wie kann man Hi-Hat-Sounds generieren, beziehungsweise wie stellt man sein Hi-Hat ein, damit gewisse Dinge gut funktionieren. Ich habe als Hi-Hat-Ständer Tama Iron Cobra, die hat als Einstellungsmöglichkeit da unten eine Stellschraube, mit der man den Winkel vom Bottom Cymbal, also vom Bodendecken, verstellen kann. Da kann man es ein bisschen schräger machen und kann damit verschiedene Soundvarianten herstellen, standardmäßig zum Spülen, die dann immer aktiv sind, ohne dass man eingreifen muss. Wenn ich das jetzt da wieder gerade stelle, gibt es unten noch eine Konterschraube, die dann einfach dazu da ist, damit sich das nicht wieder verstellt. Oben haben wir die Schrauben, die dafür zuständig sind, wie stark das Becken quasi mit diesen Abstandshaltern zusammendruckt wird. Das sind normalerweise aus Filz, gibt es aber auch aus Gummi. Gefällt mir ein bisschen besser, weil sie ein bisschen soundunabhängiger sind. Das heißt, sie verändern den Sound nicht so stark und man kann mit denen genauer einstellen, meiner Ansicht nach. Wenn man jetzt da die Hi-Hat aufmacht, ich zeig das da mal kurz daher, gibt es da unten noch eine Schraube. Die ist bei den besseren Modellen so ausgerichtet, dass man es ganz anschraubt. Die steht dann an und ist unten zu. Und dadurch hat man den Kontereffekt zu dem Teil da oben. Wenn ich jetzt die Hi-Hat dann verschraube, ich habe es immer so weit offen, circa ja, ein bisschen mehr als ein Fingerbreit reinpasst. Dadurch habe ich auf der einen Seite den Vorteil, dass ich anscheinend einen Jig-Sound zusammenbringe. Der Jig-Sound ist das. Und wie ihr jetzt da seht oder gehört habt, ist da oben die Einstellung suboptimal, weil das Becken macht zu und später dann kann ich erst Druck aufbauen mit dem Pedal unten. Das heißt, ich stelle die Konterschrauben auf, stelle das da so ein, damit ich Kontakt zwischen dem Abstandhalter und dem Becken habe. Und habe dann anscheinend einen Jig-Sound. Der Nachteil unter Anführungszeichen an der Geschichte ist, dass wenn ich halb offen spüle, wäre relativ begrenztes Tonspektrum, weil das Becken sich nicht stark bewegen kann. Wenn ich da jetzt mehr aufmache, habe ich zwar wieder den Effekt, dass ich da auch den Jig-Sound sehe, aber auf der anderen Seite bringe ich da jetzt mehr Bewegungsfreiheit in das Top-Becken und kann dadurch den Sound verändern. Er wird ein bisschen mehr, macht mehr Teppich und wird ein bisschen, sagen wir mal, dirty. Wenn ich es umdrehe und dann wieder da zuschraube, so wie wir es vorher gehabt haben, aber das Soundspektrum verändert sich dahingehend, dass die Töne oder das Ausklingverhalten ein bisschen beeinflusst wird und es wird dadurch kürzer. Wenn ich aber Hi-Hat-Begleitung mit dem Fuß spüle, brauche ich das, damit es sauber klingt. Der Jig-Sound klingt nämlich so besser, als wenn ich es, so wie vorher beschrieben, da so weit aufmache, dass ich da Bewegungsfreiheit habe. Der den Sound ganz massiv beeinflusst, ist die Schrägstellung vom Bodenteil. Ich mache das jetzt da mal extrem auf. Ich drehe jetzt den Bodenteil sehr schräg und mache da das Hi-Hat wieder zu. Dadurch habe ich von Haus aus
eine leichte Dämpfung, weil die Becken jetzt zusammenstehen. Ich habe jetzt da auf der anderen Seite den Vorteil, dass ich es offen spülen kann. Und kann dadurch aber keine 100% jenen Chick-Sounds mehr machen. Und es klingt meiner Ansicht nach ein bisschen abgedämpft und hohl oder dünn. Wenn ich jetzt da noch weiter in die Schräglage gehe, einen sehr aggressiven Hi-Hat-Sound, den ich eigentlich mit dem Fuß gar nicht mehr bedienen kann, oder das Hi-Hat, kann aber dabei offen spielen und die Double Bass. Wenn ich da jetzt wieder auf Grot zurückgehe, bin ich wieder in meiner Ausgangsposition und kann wieder schönen Chick-Sound spielen. Dann klingt alles relativ schön, außer die halb offene Position, die ist ein bisschen abgedämpft. Wenn man jetzt da Double Bass spielt und man hat das Hi-Hat-Pedal an sich gar nicht in Verwendung, hängt es natürlich davon ab, wie man seinen eigenen Sound definiert, ob man jetzt da einen kurzen Hi-Hat-Sound haben will oder ein bisschen länger, dann muss man das Hi-Hat ein bisschen weiter aufschrauben. Ist dann natürlich Geschmackssache, wie man es hat, wie man es mag. Wenn man viel Double Bass spielt und man hat dann sehr flächendeckenden Hi-Hat-Sound, wird das Ganze ein ziemliches Soundgemisch, das wahrscheinlich gar nicht gut klingt und das man dann im Studio bzw. live wegmischen muss. Da ist es gescheiter, wenn man das Hi-Hat mehr zulässt und den Hi-Hat-Sound kürzer hat. Wenn ich das im Vergleich so mache, da ziemlich viel unsaubere Klänge mit dazu ein. Es gibt auch diverse Einrichtungen oder Vorrichtungen, mit der man das Hi-Hat einfach ein- und ausschaltet. Da haut man dann drauf und das Hi-Hat fällt nach unten. Das klingt dann halt ganz, ganz kurz. Man hat dadurch halt einen sehr sauberen Sound und der Soundteppich aus dem Hi-Hat, außer der sie ergibt, ist sehr kurz, geht nicht so weit im Vordergrund und ist auch nicht so aggressiv. Für nur Double Bass spielen habe ich gern so eine Zwischenstellung. Und kurzer Hi-Hat-Sound für Double Bass überlagert sich im Mischen nicht, klingt einfach sehr, sehr gut. Und man hört da alles schön. Es gibt auch Leute, die mögen einen Hi-Hat-Sound zum Beispiel zugeschraubt. Wir spielen dann überhaupt so, muss man dann schon ein bisschen nach unten drücken. Dadurch hat man dann quasi das Gefühl oder den Eindruck, dass man das Hi-Hat mit dem Fuß zuhält. Klingt aber für mich nicht sonderlich schön, weil es einfach zu kurz ist. Die Leute, die ein größeres Set spielen, haben meistens ein Hi-Hat, das offen ist. Und auf der anderen Seite noch einmal eins, das ist so fix verschraubt. Einfach damit man bei ganz schnellen Double Bass Parts Hi-Hat spielen kann und trotzdem einen transparenten Sound zusammenbringt. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, schreibt es mir einfach. Viel Spaß!